der Begriff Spielerfrau ist an sich schon komisch im Fußballbereich, weil es eben so in der Öffentlichkeit steht, ist das so ein bisschen negativ behaftet. Und man sagt, ja, sie lebt nur auf Tasche ihres Mannes. Ist ja bei Ina jetzt auch nicht mehr nur der Fall. Sweet day, taking all my blues away, taking all my troubles, toss them out into the rain. Always working hard on my summer days, ready just to throw open all the windows and get away. Bei Ina passt teils, teils. Ich glaube, sie spielt gerne mit diesem Klischee, weil sie genau weiß, dass viele einfach da auch nicht umzupolen sind von ihrer Denkweise. Nein, ich bin voll selbstständig, mach mein eigenes Geld. Ja, das will doch keiner hören. Die wollen doch hören, dass du Spielerfrau bist. Klar bin ich eine Spielerfrau. Das will ich auch erstmal so beibehalten. Der soll bloß noch ein paar Jahre spielen, sonst habe ich ja gar keinen Job mehr. Früher habe ich mir immer gedacht so, hey, was haben die gegen dich? Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, hey, das ist einfach der Neid. Eine Haterin hat bei mir kommentiert, ich hätte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Sport zu machen und meine Sachen zu posten. Ist ja auch so. Mein Mann, der hat es jetzt mittlerweile auch verstanden. Man kann halt auf Fotos auch nicht immer dieselben Sachen anhaben. Das ist dann ja auch langweilig, dann gehen die auch irgendwann einfach so weg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur dafür lebe, die zufriedenzustellen. Aber klar, macht einen das als Frau auch sowieso schon Spaß zu shoppen. Also ich glaube, kann jede Frau bestätigen.